wir jetzt den Stau haben, dann... Na komm. Komm, das sind nur knapp 4000 konventional, das... Also, ja, das geht, das geht ja noch. Das geht ja noch. So, gar nichts. Hat man wiederum den Nachteil, wenn man die von vornherein auf 20.000 einstellt, so wie du es in der Anfangskonfig hattest, kann es sein, dass die CPU, also dass die DOS-Box zu viel Rechenleistung zieht. Ja, das kann dann auch sein. Deswegen, dass ich bei meinen DOS-Spielen, auch wenn ich momentan nicht so viel drauf habe, damit die externe Festplatte abgeschissen ist, lasse ich meine DOS-Box immer auf Auto laufen. Mhm. Na gut, ich habe damals mal gelesen, das habe ich eigentlich nur wegen UFO damals so eingestellt, dass das die optimalen Werte sind, um UFO spielen zu können. Hm? Um UFO spielen zu können, aber ja, nicht um UFO aufnehmen zu können, weil das hat dann, das laggt auch teilweise dann bei dir in der Aufnahme. Na gut, das ist mir schon aufgefallen, aber es könnte auch dann am alten Rechner nochmal zu sich gelegen haben. Weil ich merke, beim neuen Rechner hier, was heißt neuen Rechner? Den ich ja hier habe, der ist ja jetzt zwar auch schon 4 Jährchen alt, aber den habe ich... stärker als ein alter. Ist stärker als ein alten, als der alte. Und den habe ich ja eigentlich nur damals geholt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, um hier Videos von VHS auf DVD hier umwandeln zu können, und hast du nicht gesehen. Und ja, da war der damals noch, vor 4 Jahren war das noch ein Top-Rechner gewesen. Aber du weißt ja selber, in der EDV, wenn irgendwas gerade mal ein halbes Jahr alt ist, kannst du es eigentlich schon wieder wegschmeißen. Ja, so in etwa. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, heutzutage ist das sowas von rasant mit diesem, ich sag mal hier, mit diesem Verfall von der EDV. Damals in den 80ern, der C64 hat sich von 82 bis, ich glaube bis 93 oder so, ist der verkauft worden, mit den... Da hat sich nichts geändert an der Hardware. Mit seinen 1 Megahertz, mit seinen 64 Kilobyte, lief der über diesen Zeitraum. Tja. Ja. Sieht man eben, wie sich die Hardwareindustrie in der Hinsicht zum Negativen entwickelt. Mhm. Weil wenn ich bedenke, ich habe ich habe für den Rechner hier, den ich neben mir stehen habe, so etwa ein halbes Jahr zusammen gesammelt. Ich glaube, ich habe alles zusammen knappe 1400 Euro ausgegeben. Ja. Wow. Aber ich habe auch einiges dafür angespart, so ist es nicht. Ich gönne mir selten was, und dann muss mal wirklich ein neuer Rechner her, da der bei Battlefield alleine schon 90% Auslastung hat. Und wenn ich dann noch aufnehmen will, das ist dann etwas katastrophal. Ja. Jo. Das stimmt. Aber wo wir gerade hier bei Hardwareentwicklung sind, ich weiß noch, wo ich mit PC angefangen habe. Wann war das? 92. Weihnachten 92, den ersten PC. 386 SX, 25 Megahertz. 2 Megabyte Arbeitsspeicher, 80 Megabyte Festplatte. Da war Ende. 512 Kilobyte Grafikkartenspeicher. Okay. Aber das Beste war, das war aber allerdings auch schon ein Rechner, der mehr so im unteren Bereich angesiedelt war. Aber der hat gekostet, ich glaube, 1200 DM. Inklusive Monitor. Oder was exklusive, weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich ja zu Weihnachten gekriegt. Hm? Und da noch eine Geschichte zu. Es war nur ein DOS dabei. DOS 5. Ne? Und dann habe ich damals Onkel von mir, der hat mir dann noch 2 Spielchen auf Diskette gegeben. Die waren damals nur ein paar Kilobyte groß. DOS installiert. Die 2-3 Spiele drauf getan. So, dann waren dann von den 80 Megabyte, waren da, ja, so glaube ich 5 belegt. Da habe ich gedacht, ach, das reicht noch ein paar Jährchen. Und dann kam ein anderer Onkel, meinte, du hast einen Rechner, ne? Ja, ich habe einen PC gekriegt. Hast du Windows 3.1 drauf? Nein. Klar, Moment, ich komme da mal vorbei. Dann kam er mit Windows 3.1 an, dann mit einer Textverarbeitung Emmy Pro, weil, ich brauchte was zum Tippen für Hausaufgaben und so damals. Drucker hatte ich ja auch gehabt. Und ja, dann, warte mal, Stege haben wir genug. Und er zu mir hin, er installiert die Sachen.
Und auf einmal, ich gucke nur noch, 5 Megabyte waren dann nur noch frei. Okay. So, den fand ich krass. Ziemlich krass. Ja, und das hieß dann, ich musste dann mir schon. Dann musste ich mir 93 war das? 94, nee, 94 habe ich mir dann. Musste ich durchhalten mit der 80er Platte, bis ich mir dann eine 420er kaufen durfte. Ich war da Schüler und. Ja, ich musste das Geld von meinen Eltern abzweigen. Aber jetzt kommt das Beste. Dann habe ich dann den Rechner da aufgerüstet, zum Beispiel auch dann noch mit ein anderes Motherboard, wo die Prozessoren noch draufgelötet waren zu 386er Zeiten, mit einem 386 DX40 Prozessor. Ja, und was ich rausgefunden habe, als ich dann den aufgerüstet haben lasse, haben meine Eltern noch den alten Rechner abbezahlt, weil die das auf Ratenzahlung gemacht haben. Klasse, sag ich dir. Aber es musste sein, weil der Rechner, dann kam ja dann zu 94 die Spiele raus wie X-Wing, TIE Fighter und mit dem alten 386 SX, da hast du nur gesessen, Dia-Show, Konzertspiele noch mit den niedrigen Grafiken laufen lassen, weil du konntest beim Installieren einstellen, hast du einen High-End-Rechner oder, sagen wir mal, einen Slow-End-Rechner, ne? Ja, musste ich immer Slow-End einstellen und dann fehlten dann immer die meisten Effekte. Das sah geil aus. Kann ich mir vorstellen. Uh-huh. Gut, mein erster Rechner war jetzt in heutigen Verhältnissen auch nicht gerade Bombe. Der war, so, wenn man damals vergleicht, auch so mehrere Mittelklasse. Es war ein AMD Athlon XP 1800 Plus. Also uh-huh. Theoretische 1,8 Gigahertz. Der hatte aber nur praktische 1,6, da AMD damals so eine blöde Politik hatte. Und oh, ich sehe gerade, wir nehmen schon eine Stunde auf, ohne zu speichern. Ja, da will ich gerade darauf hinweisen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal kurz in den Flur und speichere einmal kurz, falls uns mal die DOS-Box mal abkacken sollte, was sie zum Glück bisher noch nicht gemacht hat. Hm. Mit einer 40 GB Festplatte. Kleinen Moment, weil ich starte jetzt den Laptop.